Soundtrack von Star Fox Adventure im Internet. Das heißt, wenn hier jetzt irgendjemand der Ton stört, beziehungsweise der schlechte Ton, dann gibt es Abhilfe. Ja, bist du da von der Seite angeknabbert? Was soll das? So. Nee. Bei der Schwarzeismine war ich ja. Weiß nicht, was ich jetzt im Moment noch so zu tun habe. Im Labyrinth war ich. Ich habe auch keine Münze, oder? Laufe ich mal da in die Richtung. Ich kann mich noch gut erinnern, weil hier alles so symmetrisch ist, habe ich mich hier tierisch verfranst beim allerersten Mal. Weil hier ist ja ein Ausgang und hier ist ja auch sowas wie ein Ausgang. Und da bin ich irgendwie total durcheinander gekommen. Okay. Wie war das noch mal? Nee. So war das. Mit dem. Ah, okay. Nee. Egal. Aber hier hüpfe ich, anstatt dass ich kletter. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, ich hatte beim allerersten Mal, als ich das gespielt habe, auch nicht die Karte. Dass ich ausgerechnet die Karte nicht hatte. Es sieht alles sehr symmetrisch aus, ne? Irgendwo knistert's. Wo zum... Hä? Ah, da hinten. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich von da kam. Ah ne, warte mal, hier sind ja so komische Pflanzdinger. Also eigentlich hätte man es hier sehen sollen, ja? Ja. Aber ich muss auch zugeben, ich war beim ersten Mal, als ich das gespielt habe, war es so dunkel, weil es so spät war. Konnte einfach nicht aufhören zu zocken.
das oder ist das der Kumpel? Okay, von wegen verfranst. Hier kommen die Fässer, oder? Das sind doch Fässer, oder? Pumpel die Pumpel. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ja, so ein Teil halt. Butsch. War ganz knapp hier, Dütsch. Ach, super, ich habe gar keinen Schlüssel. Ich noch nicht entlang. Ach, deswegen habe ich es nicht geschafft. Das war zu weit weg. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Ja. Das sind die Kleinigkeiten. Das ist jetzt zum Beispiel Gras. Kein so lila Gedöns. Hätte man, ne? Aber dann gibt es noch sowas, das ist auch von, wie soll ich sagen, wie so ein Schacht. Und da habe ich mich auch irgendwie total verfranst, weil es symmetrisch war. So, was soll ich denn jetzt hier machen? Erst anquatschen, wenn er Bock hat. Soll ich wirklich fliegen? Ich meine, der
sagt ja, dass ich Zeug sammeln soll, damit ich fliegen kann. Ich will jetzt nichts vergeuden. Ich weiß nicht mehr, ob ich es vergeude. Wenn ich jetzt schon drauf drücke. Also wenn ich nur einsteige, ob ich dann schon Energie vergeude. Schwarzeisminen. Okay. Ich dachte, da wo die Mammuts sind, wo ich schon war, das wären die Schwarzeisminen. Wahrscheinlich ist es das auch, aber egal. So gut drin, ey, ohne Witz. Jede Menge goldene Ringe verpasst. Ein silberner Ring, yay. Oh, da. Verpasst. Ich bin da so schlecht drin, ey, Wahnsinn. Boah, 600. Ah, okay. Schwarzeisminen. Eisenminen oder schwarz? Weil das hier sieht nicht nach Eis aus. Ist ein bisschen wärmer. Das ist kein Gefrierbrand. Schwarzeisminen. Mal hier ein bisschen auffrischen. Hier geht's hoch. Hier auch. Das ist alles sehr, sehr verwirrend symmetrisch aufgebaut. Das ist immer sehr schön. Für mich ist das ein bisschen ungünstig dann mit der Orientierung. Komm her, komm her. Bad Guy. Aber zum Glück ist es jetzt nicht so aufwendig, dass sogar ich hier durchkomme. Denk dran, mit A kann man nicht schüpfen. Das sieht schon eher nach Eis aus. Guten Tag.
sehr schön, dass die immer einzeln angreifen. Schalüssel. So, wo ist denn der Stingi? Der ist doch bestimmt schon wieder da, oder? Nö. Das hat mich jetzt doch gewundert. Ja, ich denke schon, ne? Ich brauchte aber mehrere, ne? Denke ich. Da ist ein Stingi. Geht nur mit Feuer. Ich habe aber noch kein Feuer. Ach, geht gar nicht. Ich muss da runterkraxeln. Es hat ausgesehen, als wären da gar keine. Schäl, blind, doof. Wunderherrlich. Ja. Ja, 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 ja. Das sah aus wie ein Wert. Dass das nur Stellplätze wären für die. Also für mich jedenfalls. Ja, liegt an der Grafik, nicht an meinen Augen, nein. Der ist schneller, als ich zuschlagen kann. Der ist mir lieber. Der haut nur, der spuckt dich. Die Stinker machen dem Aua. Ja,
komisch auf, wenn der da voll dagegen rammt. Dann gehen wir nochmal zurück. Ups, der hat aber eine Reichweite, hä? Keine Arme, keine Kekse. Der kann lang. Oh, zwei Stück auf einmal. Sü. Hier. Machen Sie mal ein bisschen Feuer, guter Mann. Goodbye. Merci. Hier auch. Ups. Gehen wir erstmal hier gucken. Ah. Gut, okay. Das war eigentlich nicht nötig, aber egal. Schaut's. Uah, einfach mal so in die Wallerei geschossen. Ist da noch so viel? Einfach mal, da geht's ja auch noch lang. Man kann gar nicht ausweichen. Stinky.
unter einer Rübe machen die nichts, die Viecher. Ups, okay, nee. Der Stein nicht. Keine Käfer. Was ist das? Buddy. Yummy. Kann ich voll nachempfinden. Wenn ich Kohldamm habe, bin ich auch zu nichts zu gebrauchen. Ja, klein lacht. Wo ist denn mein Absteige Ding? Ach so, da ist es doch. Hohohoho. Sü. Dann gucken wir mal hier. Also ich muss ein paar Böse muss ich kaputt machen, um das Tor zu öffnen. Und das geht, das geht, das geht. Ah, guck mal da. Ah, Hüpferei. Mit der Fiet. Ah, da ist ja das, wo die vielen fehlen. Ah. Gutsche. So. Ach so, mit der Kamera, das geht hier ja gar nicht. Muss ich dran denken. Das geht ja nicht.
Schabadidab. Guck mal, der hat überhaupt nicht mal getroffen, also wirklich nicht. Er ist ja sowas von fern vorbei. Das zum Glück für. Ach so, warte mal. Ich habe gleich keine Energie mehr. Ah, sowas von Glück. Da war doch was, da mit dem Abballern. Irgend so ein geheimer Gang, Tunnel, Gedöns. So. Komm ich hier raus? Nö. So, da bin ich noch gar nicht. Nee, da geht er noch gar nicht. Ich muss erst noch hier unten das abgrasen.
mir vorstelle, dass ich das bestimmt so viel schlechter hinbekommen habe, als ich das das erste Mal gespielt habe. Es ist sehr übersichtlich. Man merkt schon, dass es vor circa 20 Jahren entwickelt wurde, das Spiel. Und es ist ja ab 3 aufwärts. Also, ich meine, wer setzt sein Kind schon mit 3 Jahren vor die Spielkonsole? War ich noch irgendwo? Irgendwo leben? 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 Nö, kein Leben. War das hier? Achso, hier rum. Okay. Da fehlt noch eins. Wo könnte das sein? Geht's hier runter? Nee. Hier irgendwo was, wo ich den Kleinen hinschicken muss? Zum Schnüffeln? Nee, ne? Nee, also. Wenn, dann müsste es in diesem Areal sein. Das, wie gesagt, es ist sehr übersichtlich und auch tatsächlich extrem begrenzt. Das heißt, ich muss hier jetzt wirklich nicht sonst wo rumrennen. Das müsste hier irgendwo dann sein. Irgendwo total übersehen. Nee, ne? Warte mal. Ich gehe mal noch mal hier lang, weil da hinten ist so ein bisschen Grasbüschel. Ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen verdächtig aus, dass da sich was verstecken könnte. Aber, boah. Mal gucken. Vielleicht bin ich irgendwie total vorbeigelatscht. Also so richtig extrem vorbeigelatscht. Hier ist aber nichts.
sich ein Popo ab, hä? Ah, das ist die Tröte, mit der man der Kollege rufen kann. Ist hier sonst noch irgendwo was Interessantes? Ja, komm. Wunderherrlich. Na, hier runter. So. Interessantes? Nö. Das hier noch mal. Irgendwo einer? Nö, ne? Waren vier. Ah ja, das ist die Brücke des Vertrauens. Ich glaube, auf meinem Mini-Fernseher habe ich das mit dem Glitzern nicht so gesehen bei der Brücke. Da bin ich so drauf zugelaufen und dann habe ich Schiss gekriegt und bin ich am Abgrund hängen geblieben. Das haben sie schon clever gemacht. Nur wenn man richtig drauf zurennt, dann funktioniert das. So volle Lotte, kopflos, einfach auf die Schlucht zu rennen. Dann geht's. So, wie war das? Ne, hier. Thank you.
muss nämlich Rüben dann bei dem Laufen auch einsammeln, damit der das packt. Zwei Runzelrüben auf 10 Kilometer. Das ist ganz gut, das da wo es so ein bisschen dunkel ist, da ist eine Rübe. Das ist eigentlich ganz praktisch. Erstmal absteigen. Erstmal orientieren, wo ich hier bin, was ich hier kann und überhaupt. So, sind wir dann da. Ja, Leben ist immer gut. Ah, okay. Kollege kann hier aufstimmen. Der kommt hier aber nicht rein, ne? Hm. Hier runterhüpfen? Ja. Hallo, bin wieder da. Ah, hat er doch angegriffen, als ich gerade fertig war. Ja, Schniegel da. Kling. Bisschen Lärm. Schau an.
Die Wand ist heiß. Scheibenkleister. Ah, die geht gar nicht aus. Ah, super. Was sind die, was zum... Wieso geht das nicht aus? Erst noch was ausschalten, damit das Feuerding da aus ist. Okay. Ah ja. Ja, praktisch. Ja, das geht ohne Kollege nicht. Wozu? Ich habe keinen Schlüssel. Ach, Schitte, Kato. Schlüssel. Oh, ja, genau. Das ist ungünstig. Ja. Muss hier noch Schlüssel sein. Ababel. Da war ich jetzt schon, ne? Ja. Bisschen überfragt. Aber es gibt doch nur die zwei Wege. Nee, ne? Ich habe keinen Schlüssel, also muss es hier irgendwie sein. Irgendwie muss ich da jetzt was verpeilt haben. Ich muss hier irgendwie rein. Aber ich muss vorher doch was abschellen, damit das... Ja, das funktioniert nicht. Das ist, irgendwie...
Schatzi, ist, ich versuch's ja. Wer bist denn du? Ah. Hem. Irgendwie habe ich hier die Verpeilung. Vielleicht ist da jetzt doch noch was anderes drin als... Irgendwie also muss ich, irgendwas muss ich total verpeilen hier. Nee, warte mal. Nur mal ganz langsam für Doofe. Das gibt's doch nicht. Irgendwie muss ich hier was total verpeilen. Ne, hier geht's nicht runter. Ah, warte, irgendwo war, ach, da. Ah. Ei, der Witzka. So. Und jetzt habe ich eine Stunde gespielt. Passt, genau. Passt. Da. Mit einem Erfolgserlebnis etwas beenden. Das ist ganz gut so.